Zwar konnte die Serie nie den gleichen Status wie Star Trek oder Star Wars erreichen, doch einen festen Platz im Sci-Fi-Genre konnte sich Stargate dennoch erobern. Was macht der Cast heute und wie sehr haben sich die Darsteller im Laufe der Jahrzehnte verändert? Finden wir es heraus. James Spader spielte die Rolle des superintelligenten Ägyptologen Dr. Daniel Jackson, die in Stargate SG-1 von Michael Shanks übernommen wurde. Spaders Figur lüftet die Geheimnisse des Stargates, indem er ein paar Hieroglyphen entziffert, die sich als Koordinaten der Sternbilder herausstellen. Er erklärt sich bereit, Lieutenant General Jack O'Neill, gespielt von Kurt Russell, und seine Männer durch das von ihm geöffnete Wurmloch zu begleiten, woraufhin er auf einem trockenen Planeten landet, der vom ägyptischen Gott Ra beherrscht wird, der in Wirklichkeit ein Außerirdischer ist. Spader hatte seinen Durchbruch schon fast ein Jahrzehnt vor Stargate mit seiner Rolle des elitären Tyrannen Steph in John Hughes' Klassiker Pretty in Pink. In den 80ern wurde er oft noch als versnobter Grünschnabel gecastet, aber konnte in den Jahren darauf seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Nach Stargate spielte Spader die Hauptrolle in David Cronenbergs anzüglichen Thriller Crash und sprach außerdem den titelgebenden Bösewicht in Avengers Age of Ultron. Heute kennt man ihn wahrscheinlich am ehesten aus Serien, denn seit 2013 spielt er die Rolle des Raymond Red Reddington in der NBC-Serie The Blacklist. Die Produktion der Serie wurde 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verzögert, wodurch er mehr Zeit mit seinem jüngsten Sohn verbringen konnte. We'd go out and line up beer cans on the big rock on the far end of the garden and shoot at him with BB guns. Ra war im Laufe der Jahre in zahlreichen Stargate-Produktionen zu sehen. Der androgyne ägyptische Gott tauchte in Episoden von Stargate SG-1 und Stargate Origins auf und spielte auch eine Rolle im Direct-to-DVD-Film Stargate Continuum. Seinen populärsten Auftritt hatte Ra jedoch im ersten Stargate-Film, was vor allem am bezaubernden Jay Davidson lag, einem Schneider, der beinahe Oscar-Luft schnupperte, nachdem er eines Nachts von einem Filmscout in einer Bar entdeckt wurde. Obwohl Davidson von Beruf kein Schauspieler ist, wurde er zwei Jahre vor seinem Mitwirken in Stargate für die Rolle des Transgender-Charakters Dill im Film The Crying Game von 1992 ausgewählt. Im folgenden Jahr wurde dieser Streifen für den besten Film nominiert, wobei Davidson als bester Nebendarsteller im Rennen war. Der Oscar-Rummel machte Davidson über Nacht zum Star, doch der Druck wurde ihm schnell zu viel. Er beschloss, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen, aber als die Rolle des Ra im Gespräch war und das Studio ihm $1 Million bot, konnte er nicht widerstehen. Als er Ra das allerletzte Mal verkörperte, lieferte Davidson noch einmal eine grandiose Leistung ab. Nach seinem Auftritt im Film Jiggery Pokery kehrte er zu seiner wahren Leidenschaft zurück, der Mode. Der indisch-amerikanische Charakterdarsteller Eric Avari ist einer dieser Schauspieler, dessen Gesicht man definitiv schon mal gesehen hat, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo. In Stargate spielt er den Dorfältesten Kasuf, der die Entdecker bei ihrer Ankunft herzlich willkommen heißt. Besonders angetan ist er von James Spaders Dr. Jackson, der sich unwissentlich bereit erklärt, um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Avari ist einer der wenigen, der seine Stargate-Rolle wieder aufnahm und Kasuf in drei Staffeln von Stargate SG-1 spielte. Nach seinem Debüt als Kasuf blieb Avari dem Stargate-Regisseur Roland Emmerich treu und folgte ihm in sein nächstes großes Sci-Fi-Epos Independence Day, in dem er kurz als Wissenschaftler zu sehen ist. Eine weitaus bedeutendere Rolle ergatterte er ein paar Jahre später im Action-Abenteuer Die Mumie mit Brendan Fraser in der Hauptrolle. Er spielte die Rolle des Dr. Terence Bay, der Kurator des Kairoer Antikmuseums und Chef von Rachel Weisz' Figur Evelyn Carnahan. Außerdem spielte er unter anderem einen unglückseligen Menschen in Tim Burtons Planet der Affen, einen Anwalt in Adam Sandlers Komödie Mr. Deeds und einen Hotdog-Verkäufer in Richard Gere's Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Fans von Videospielen werden Avaris markante Stimme zweifellos aus Destiny von 2014 und Destiny 2 von 2017 kennen, in denen er Meister Rahul sprach. In seiner letzten Rolle spielte er die mysteriöse biblische Figur Nikodemus in The Chosen, einer über Crowdfunding finanzierten TV-Serie über das Leben von Jesus Christus. Kasufs Tochter Shari, die Dr. Daniel Jackson als Braut angeboten wird, wurde von der israelischen Schauspielerin Millie Avital gespielt. Das ungleiche Paar verliebt sich im Kampf gegen Ra ineinander und als seine Herrschaft zu Ende geht, beschließt Jackson, auf dem gerade befreiten Planeten zu bleiben. Wenn man den Teil weglässt, in dem Shari im Grunde genommen verschenkt wird, ist das ein wahrhaft märchenhaftes Happy End im Science-Fiction-Stil. Avital war eine Newcomerin in Hollywood, als sie für Stargate besetzt wurde. Die Rolle war erst ihre dritte auf der großen Leinwand und trotz
der gemischten Kritiken öffnete ihr der Film alle möglichen Türen. Ab Mitte der 90er arbeitete sie unermüdlich und wirkte zwischen 1995 und 2000 in nicht weniger als 9 Filmen mit. Zu ihren bekanntesten Filmen aus dieser Zeit gehören der Jim Jarmusch-Western Dead Man, in dem sie eine ehemalige Sexarbeiterin spielt, und die Liebeskomödie Zwei Männer, eine Frau und eine Hochzeit, in der sie sich zwischen David Schwimmer und Jason Lee entscheiden muss. Sie lebte für eine Weile in Marokko und der Türkei für ihre Rolle in der aufwendigen ABC-Miniserie Arabian Nights und kehrte dann nach Israel zurück, um ihre Karriere in ihrer Heimat fortzusetzen. Dennoch tauchte sie immer noch hin und wieder auf den Bildschirmen der Welt auf, zuletzt im Jahr 2015 in einer Folge von Law & Order Special Victims Unit. Alexis Cruz spielte Scarra, Kasufs Sohn. Er ist stark am Aufstand gegen Ra beteiligt, aber seine denkwürdigsten Momente teilt er mit Kurt Russells Lieutenant O'Neill, der zu Beginn der Stargate-Saga um den Verlust seines Kindes trauert. Je mehr Zeit er mit Scarra verbringt, der wiederum den Lieutenant als eine Art Vaterfigur sieht, desto mehr verarbeitet er den Schmerz. 1987 gab Cruz sein Filmdebüt in Jack der Aufreißer, einer Liebeskomödie mit Robert Downey Jr. und Molly Ringwald. Stargate war die größte Chance seiner damals noch jungen Karriere und bis heute kennen ihn die meisten für seine Rolle in der Serie. Mit den Jahren konnte er jedoch beweisen, dass er ein vielseitiger Darsteller ist. Er hat in Filmen wie Why Do Fools Fall in Love und Sam Raimis Drag Me to Hell mitgespielt und war in verschiedenen großen Fernsehserien wie Emergency Room und American Family zu sehen. In den letzten Jahren war er sowohl privat als auch beruflich ziemlich ausgelastet. 2019 kam ein Sohn zur Welt. 2020 war er in einer Folge von Anna Kendricks HBO-Serie Love Life zu sehen und 2021 hatte er eine Gastrolle in der CBS-Serie FBI. Der in Benin geborene Jaimon Hansu ist heutzutage recht bekannt, aber damals, als er in Stargate die Rolle des Wächters von Ra's Horus spielte, kannten ihn nur die wenigsten. Er begann seine Karriere in Musikvideos, wobei er in Tina Turners I Don't Wanna Lose You, En Vogue's Hold On und Janet Jacksons Love Will Never Do Without You zu sehen ist. Stargate war sein erster Kinofilm und obwohl es nicht dieser Film war, der ihn zum Star machte, musste Hansu danach nicht lange warten, um im Mainstream Fuß zu fassen. Der westafrikanische Newcomer wirkte 1997 in 3 Filmen mit und heimste in diesem Jahr eine Golden Globe-Nominierung ein. Für seine Rolle als Sklavenaufstandsführer Joseph Sank in Steven Spielbergs Amistad wurde er zwar nicht für einen Oscar nominiert, aber mit seiner Darbietung in diesem Historiendrama war er vollends in Hollywood angekommen. Hansu erhielt seine überfällige Anerkennung von der Academy für seine späteren Rollen in In America von 2002 und Blood Diamond von 2006, wobei er für beide Filme in der Kategorie Bester Nebendarsteller berücksichtigt wurde. In den letzten Jahren entwickelte sich Hansu zu einer festen Größe im Superhelden-Genre und arbeitete bei zahlreichen Marvel-Projekten mit. Nachdem er T'Challa in der animierten Miniserie Black Panther verkörperte, war er als Korath in Guardians of the Galaxy und Captain Marvel mit von der Partie. Eine Rolle, die er auch in der animierten Disney-Plus-Serie What If wieder spielen wird. In seinem Lebenslauf findet man auch die ein oder andere DC-Figur. Hansu spielte Midnight in Constantine, König Rico in Aquaman sowie den Zauberer in Shazam. Der Charakterdarsteller Leon Rippey spielte die Rolle des kommandierenden Offiziers Lieutenant General W.O. West, der das Sagen hat, als Dr. Jackson entdeckt, wie man das uralte Stargate-Portal öffnet. Der aus South Carolina stammende Schauspieler war einer von Emmerichs Favoriten, als der Filmemacher mit dem Casting für Stargate begann, denn er war schon in seinen beiden früheren Filmen Moon 44 und Universal Soldier mit dabei. Später spielte er in 3 weiteren Emmerich-Filmen mit, Der Patriot, The 13th Floor und dem verrückten Monster-Horrorfilm A Rack Attack. Seitdem war Rippey nur noch in einer Handvoll Filme zu sehen, worunter der bemerkenswerteste Gore Verbinskys The Lone Ranger war. Heute ist er eher für Fernsehprojekte bekannt, zum Beispiel für Serien wie Deadwood, Saving Grace und der Stephen King-Verfilmung Under the Dome. Als er 2016 zur Besetzung von The Blacklist stieß, wurde er mit seinem Stargate-Kollegen James Spader wieder vereint und spielte seine Deadwood-Rolle im gleichnamigen Fernsehfilm. Berühmt wurde er durch seine Rolle des idiotischen Harry Solomon in Hinterm Mond gleich links. Doch bevor er zum Sitcom-Star wurde, spielte der Komiker French Stewart eine Schlüsselrolle in Stargate. Der Schauspieler feierte sein Spielfilmdebüt in Roland Emmerichs Sci-Fi-Abenteuer, in dem er Lieutenant Ferretti spielte. Er übernimmt bei Eintreffen der Soldaten das Kommando über die zweite Einheit, muss sich aber während eines massiven Sandsturms in den Tempel des Ra zurückziehen und das stellt sich natürlich als großer Fehler heraus. Die Männer unter Ferrettis Kommando werden einer nach dem anderen von Ra's Wachen niedergemacht, bevor er selbst gefangen genommen wird. Stewart gab sein Debüt als Harry Solomon 1996 in Hinterm Mond gleich links und blieb der Serie bis zum Finale 2001 treu.
Daraufhin wurde er ein bekannter Fernsehschauspieler, der in Serien wie Die wilden 70er, Ally McBeal, Bones die Knochenjägerin, Mad TV, Community und sogar Stargate Universe auftrat, in der er eine neue Figur, nämlich Dr. Andrew Covell, spielte. Danach verkörperte er den Schuldirektor Cameron in ABC's The Middle, aber wurde in den letzten Jahren vor allem durch die CBS-Sitcom Mom bekannt, in der er in zahlreichen Folgen als Chef Rudy zu sehen war. Außerdem spielte er in Michael Lambecks Altersheim-Komödie Queen Bees mit, die 2021 in die Kinos kommen soll. Es wäre keine Science-Fiction, wenn nicht wenigstens ein paar Mitglieder des Erkundungstrupps bei feindlichen Angriffen dran glauben müssten. Und das war in Stargate das Schicksal von Derek Websters Lieutenant Brown. Gemeinsam mit Jackson und O'Neill nimmt er Kontakt mit den Einheimischen auf und darf sogar vom Einheimischen Essen kosten, bevor er von einem von Ra's Wächtern getötet wird. Webster spielte seine erste Rolle als Leibwächter in Ninja die Killermaschine von 1981, einem Low-Budget-Kampfsportfilm. Etwa ein Jahr vor Stargate trat er in Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert auf, wo er 1993 in einer Episode als Lieutenant Sanders zu sehen war. Nach Stargate besetzte ihn Roland Emmerich immer wieder als Charakterdarsteller, zum Beispiel in Independence Day als Hubschrauberpilot, der während der Operation Welcome Wagon, einem erfolglosen Versuch der Menschheit, mit den außerirdischen Invasoren zu kommunizieren, in die Luft gesprengt wird. Nach dieser Rolle arbeitete er für Godzilla erneut mit Emmerich zusammen, indem er das atomgetriebene U-Boot USS Utah kommandiert. In den 2000ern etablierte er sich als solider Fernsehschauspieler mit Rollen in Serien wie Nip/Tuck und CSI Miami und ist auch heute noch aktiv. Zwischen 2016 und 2017 spielte Webster den Staatsanwalt Jackson Holt in Ray Donovan und kehrte 2020 als romulanischer Wächter in Star Trek Picard zum Star Trek-Franchise zurück. Als Lieutenant Jack O'Neills rechte Hand hilft John Deals Lieutenant Kowalski, das Team zusammenzuhalten, als es von Ra's Wachen überfallen und an Bord seines Schiffes gefangen genommen wird. Deal war schon lange vor seiner Darbietung in Stargate ein erfahrener Charakterdarsteller, der sich in den frühen 80ern einen Namen gemacht hatte. In seinem zweiten Film teilte er sich die Leinwand mit Kurt Russell und verkörperte einen Punk in John Carpenters Die Klapperschlange. Danach spielte er die Rolle des Detective Larry Zito in Miami Vice und trat in Joel Schumachers Der Klient auf, bevor Roland Emmerich ihn in seinem Sci-Fi-Epos besetzte. Seit Stargate war Deal in zahlreichen Spielfilmen zu sehen, meist kleineren oder Nebenrollen. Er war gefühlt so ziemlich überall dabei, von Jurassic Park 3 bis zu Michael Bay's Pearl Harbor. In den letzten Jahren hatte er sich auf Rollen als älterer Mann spezialisiert und sich für Filme wie den Ranch-Western Out of the Wild einen grauen Bart stehen lassen, indem er einen alkoholkranken Cowboy auf der Suche nach Erlösung spielte. Zu seinen weiteren erwähnenswerten Rollen gehören Titel wie Snowfall, Castle Rock und The Shield. Der Schauspieler, der die Hauptrolle des Lieutenant Jack O'Neill in Stargate spielt, muss eigentlich nicht vorgestellt werden. Der aus Massachusetts stammende Kurt Russell begann seine Karriere als Kinderschauspieler und unterzeichnete einen Vertrag mit Disney, nachdem er 1966 mit seiner Leistung in Follow Me Boys beeindruckte. Berichten zufolge kümmerte sich Walt Disney höchstpersönlich um den Vertrag und blieb bis zu seinem Tod ein großer Fan des jungen Stars. Als er Jahre später die Rolle des Special Ops-Experten Jack O'Neill übernahm, kannte man ihn in der Filmwelt bereits, denn er hatte schon in großen Produktionen wie John Carpenters Die Klapperschlange, Big Trouble in Little China und als Wyatt Earp in Tombstone mitgespielt. Nach Stargate etablierte sich Russell weiter als eine echte Hollywood-Größe. Nach seiner Rolle als brutaler Kopfgeldjäger in Quentin Tarantinos The Hateful Eight erlebte er ein, wie die Toronto Sun es nannte, spektakuläres Karriere-Revival. Danach spielte er in vielen großen Filmen mit, unter anderem in Guardians of the Galaxy Volume 2, in dem er Star-Lords schurkischen Vater Ego the Living Planet spielte. Jüngst stellte Russell den Weihnachtsmann in den beliebten Christmas Chronicles Filmen auf Netflix dar und für Once Upon a Time in Hollywood traf er wieder auf Tarantino, in dem er den Stunt-Koordinator Randy Miller spielte. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsserien und Filme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.